Gegenwärtig machen Berichte die Runde, dass die USA eine große Militärpräsenz im Mittleren Osten aufbaut. Dieser Aufbau geht einher mit dem Gerücht, dass die Israelis einen saudi-arabischen Flugplatz benutzen, um dort einen Angriff gegen den Iran vorzubereiten. Jetzt live aus Tel Aviv. Paula, sagen Sie uns, was steckt denn hinter diesen Berichten? Nun, die Berichte sagen, dass israelische Hubschrauber große Mengen an militärischer Ausrüstung auf einer Militärbasis im Norden Saudi-Arabiens entladen haben. Sie folgen dabei Berichten, die vor 2 Wochen im Magazin der London Times erschienen waren. Diesen Berichten zufolge hat Riad israelischen Kriegsflugzeugen die Erlaubnis erteilt, einen schmalen Streifen dieses Flughafens im Norden des Landes zu nutzen. Der Bericht stellt auch fest, dass Riad seine Raketenabwehr so justiert, dass überfliegende israelische Flugzeuge nicht abgeschossen werden. Beide, Riad und Jerusalem, haben diese Berichte dementiert. Offiziell sind beide Länder Feindstaaten, wobei Riad Israel nicht einmal als Staat anerkannt hat. Aber gleichwohl vermuten einige, dass die Berichte sehr wohl der Wahrheit entsprechen könnten, denn beide Länder fürchten einen Iran mit Nuklearwaffen und beide verabscheuen das Regime in Teheran. Manche gehen auch davon aus, dass diese Berichte von Riad gestreut wurden als Warnung an Teheran, dass außer Wirtschaftssanktionen auch noch andere Optionen auf dem Tisch liegen. Auf der entgegengesetzten Seite gibt es auch Vermutungen, dass der Bericht vom Iran als Warnung an Saudi-Arabien in Umlauf gebracht worden sein könnte, dass man sehr aufmerksam beobachtet und nicht besonders glücklich ist über das, was man dort sieht. Paula, ob es nun Absichten gibt, Teheran anzugreifen oder nicht, wie glauben Sie, wird Teheran auf diese Berichte reagieren, von denen Sie sprechen? Sicher gibt es eine hektische militärische Betriebsamkeit rund um den Iran. Die USA hat im Moment ihre Streitkräfte in 10 Ländern um den Iran herum aufgestellt. Wenn die USA also den Iran angreifen wollte, wäre sie dazu auch in der Lage. Amerikanische Streitkräfte sind in Pakistan und Afghanistan. Wir erfahren gerade vom iranischen Staatsfernsehen, dass amerikanische Streitkräfte einen Stützpunkt an der aserbaidschanisch-iranischen Grenze errichtet haben. Aserbaidschan hat das bestätigt, sagt aber, dass die amerikanischen Kräfte als Friedensmission dort sein, um sich mit bewaffneten Rebellen zu befassen. Zur selben Zeit bestätigt Washington, dass vor einer Woche tatsächlich eine Flotte von 11 seiner Kriegsschiffe durch den Suezkanal gefahren ist, behauptet aber, dies sei Routine. Teheran hat nun seinerseits gedroht, es könne zukünftig den Wasserweg schließen. Worüber die Leute hier wirklich besorgt sind, ist eine engere Allianz zwischen der Türkei und dem Iran. Das könnte das Machtgleichgewicht in der Region verschieben, ganz besonders unter dem Aspekt eines möglicherweise nuklearen bewaffneten Iran. Viele arabische Hauptstädte drücken ihre Besorgnis aus, ob die letzten Sanktionen gegen den Iran tatsächlich zu irgendwas führen werden. Es gibt in der Region also eine Menge Sorge über diese Entwicklungen. Darum betonen die Leute hier sehr wohl die Möglichkeit und auch die Bereitschaft Israels zu einem Schlag gegen den Iran. Interessante Entwicklungen, Paula. Wir werden uns für weitere Informationen an Sie wenden. Paula Slier, live aus Tel Aviv. Danke.